Was hat Hitler bewogen, Hess A. zum Stellvertreter des Führers der NSDAP und B. zum Reichsminister zu machen? Der Führer hat Hess zum Stellvertreter des Führers nach meiner Überzeugung gemacht, weil er als Reichskanzler jetzt nicht mehr die Geschäfte der Partei führen wollte und für die technische Führung der Partei einen verantwortlichen Mann haben musste. Und zum Reichsminister hat der Führer Hess deshalb gemacht, um eine Verbindung zwischen Partei und Staat herzustellen, um einen Mann im Reichskabinett zu haben, der in der Lage war, die Wünsche und Auffassungen der Partei im Kabinett zu vertreten. Er hat ja vielleicht dabei in Aussicht gehabt, das, was später Gesetz geworden ist, so eine Einheit von Partei und Staat zu schaffen. Und er blickte in ihm den obersten Befehlshaber der Wehrmacht und hat infolgedessen nicht geglaubt, besonders engere Beziehungen zur Generalität herstellen zu müssen. Haben gemeinsame Sitzungen und Besprechungen zur Erörterung politischer Ziele stattgefunden zwischen der Reichsregierung, der Reichsleitung der Partei und der Hohen Generalität? Very well. Which will be read. Yes. Witness, will you stand up, please? What is your name? Max Wieland. Full name. Your full name? Wieland, W-E-E-L-E-N. Max. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sage. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. You must sit down. Max Wieland, you made two statements in London to Colonel Hinchley Cook. Jawohl. And are these photostats of the two statements? The first one dated the 26th of August, 1945. And the second dated the 6th of September, 1945. Oder dem angeklagten Feldmarschall Keitel irgendwie in Berührung gekommen? Nein, weder mit dem OKW noch mit General Feldmarschall Keitel, noch mit einem der sonstigen hohen Offiziere.